Willkommen zur Podiumsdiskussion bei der Internationalen Ordensarchivtagung 2015 in Schloss Buchberg. Unser Thema ist: Welche Zukunft hat unsere Vergangenheit? Zukunftsfragen, Trends und Visionen im Archivwesen. Ich freue mich, dass sich hier unsere Gäste, die mit uns über dieses Thema diskutieren werden, begrüßen darf. Entgegen landläufiger Meinung ist der Archivar ja in seiner täglichen Arbeit fast mehr mit der Zukunft als mit der Vergangenheit beschäftigt. Was wir heute archivieren, was wir heute übernehmen, erfassen, erschließen, erhalten, wir werden diese Auswertung, dieses Schreiben der Ordensgeschichte mit diesen Archivalien nicht mehr erleben. Wir tun das für die nächste und für die übernächste Generation. Es schien uns daher angebracht, uns auch mal über die Zukunftsperspektiven unserer eigenen Zunft Gedanken zu machen. Ich beginne mit einer Vorstellung. Ich darf zuerst mich selber vorstellen. Mein Name ist Helga Penz. Ich bin Leiterin des Referats für die Kulturgüter der österreichischen Ordensgemeinschaften. Wir betreuen Ordensleute und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer Gemeinschaft, in ihrem Kloster Archive, Bibliotheken, Sammlungen, Musikarchive, Schatzkammern zu betreuen haben. Das Referat besteht seit 2010, seit 2004 gibt es aber schon eine Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Ordensarchive. Ich bin Historikerin und Archivarin und arbeite auch als Archivarin am ihrem Augustiner Chorherrnstift Herzogenburg. Ich habe festgestellt, als ich die Vorstellung vorbereitet habe, dass wir alle vier unsere akademischen Wurzeln in der mittelalterlichen Kirchengeschichte haben. Ich weiß nicht, wie viele Medievisten es unter Archivaren gibt. Ich glaube nicht, dass das ganz zufällig ist. Ich darf zuerst Frau Becker begrüßen. Vielen Dank, dass du die weite Anreise aus Marburg nicht gescheut hast. Herzlich willkommen in Wels. Frau Irmgard Christa Becker ist seit 2010 Leiterin der Archivschule Marburg, seit 2013 Vorsitzende des Verbands Deutscher Archivarinnen und Archivare. Sie hat in Tübingen studiert und dort 1996 promoviert mit einer Arbeit über das Bistum Konstanz im Hochmittelalter. Sie hat aber auch in Wien studiert. Sie ist Absolventin des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, war von 1999 bis 2010 Leiterin des Stadtarchivs Saarbrücken und stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalarchive des Saarlands und der Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen. Peter Pfister, in diesem Kreis natürlich kein Unbekannter, seit 1998 Leiter des Archivs des Erzbistums München und Freising, dort seit 1993 tätig. Er hat in München Theologie studiert und 1980 über die Geschichte des Kollegiatstiftes Ilmünster promoviert. Er lehrt an der Bayerischen Archivschule Kirchenrecht. Er war von 2008 bis 2012 Vorsitzender der Diözesanarchive im Erzbistum München und Freising und von 2010 bis 2014 Vorsitzender der Bundeskonferenz der Kirchlichen Archive Deutschlands. Und, das darf ich vielleicht noch dazu sagen, mit Orden besonders verbunden, er ist Familiare des Zisterzienserordens. Zu meiner Rechten Heinrich Berg, seit 1987 Archivar am Wiener Stadt- und Landesarchiv, also in einigen Jahren sozusagen der oberste Archivar in leitender Position für die archivischen Kernaufgaben, langjähriges Mitglied des Vorstands des Verbandes österreichischer Archivarinnen und Archivare, studierte in Wien, ebenfalls Absolvent des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, promovierte 1983 über Bischofssitze in Österreich in Spätantike und Frühmittelalter. Er ist seit 2009 Honorarprofessor für Archivwissenschaft, lehrt am Institut und war besonders auch mitverantwortlich für
die Gestaltung des Lehrplans des Masterstudiums Archivwissenschaften in Österreich. Was ist das Thema heute? Ich habe in der Vorbereitung zur Podiumsdiskussion mich ein bisschen beschäftigt. Die Archivare haben sich eigentlich immer mit Zukunftsfragen befasst. In den 60er und 70er Jahren war das Thema sehr stark die Professionalisierung der historischen Hilfswissenschaften, die Quellenkritik, die Verwaltungsgeschichte der Archivar. Damals war es zu großen Teilen noch ein Männerberuf, fußte sehr stark auf dieser langen Tradition. Die 1980er und 1990er Jahre brachten eine neue Vorstellung vom Archiv als einem modernen Dienstleistungsunternehmen. Man findet in vielen Publikationen so den Schlüsselbegriff Management, ja, vom Historikerarchivar zum Dokumentenmanagement, vom Informationsmanagement und elektronischen Datenverarbeitung, vom New Public Management und der Archivgesetzgebung. Diese Auseinandersetzung mit der eigenen Tätigkeit und deren Professionalisierung führte in den 20er Jahren, führte in den letzten 20 Jahren zu einer Reflexion über Qualitätskriterien, zu einer Reflexion über Standards und Standardisierung. Standards in unserer Arbeit, Standards in der Erschließung, Standards in den Archivwissenschaften. Heute, glaube ich, ist ein Thema, das sehr diskutiert wird, die Archive und die Außenwelt. Mein Archiv und die anderen Archive. Mein Archiv und die Bibliothek und vor allem mein Archiv und die Öffentlichkeit. Also wir haben Internetportale, Online-Auftritte, Archivare bloggen plötzlich. Wir gehen in die Öffentlichkeit, Digitalisierung ist ein Thema, diese Vernetzung scheint etwas zu sein, was heute ein bisschen in der Luft liegt. Aber ich bin jetzt gespannt, was unsere Gäste zu sagen haben. Ich habe jeden von Ihnen gebeten, ein kurzes Statement vorzubereiten zur Frage, nennen Sie die wichtigsten Bereiche, wo Sie in Ihrer Arbeit im Archivwesen Veränderungen sehen, erleben oder erwarten, was sind so Ihrer Erfahrung nach die Themen der Zukunft? Wir haben keine Reihenfolge ausgemacht, wer möchte beginnen? Bitte! Ja, die digitale Welt ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, mit der die Archive konfrontiert sind. Das gilt ja nicht nur für uns, das gilt ja im Grunde genommen in der gesamten Gesellschaft. Und ich möchte es auf ein paar Themen herunterbrechen. Dann ist das Allerwichtigste die Archivierung digitaler Unterlagen. Die entstehen in den Verwaltungen seit den 1970er Jahren, sind sehr lange von den Archivaren nicht zur Kenntnis genommen worden. Und man kann eigentlich bis heute sagen, dass die Tragweite dieser Veränderung von immer noch von etlichen Kollegen nicht wirklich zur Kenntnis genommen wird. Es ist eine viel aktivere Auseinandersetzung mit der Problematik, die damit verbunden ist, notwendig. Man braucht viel mehr Wissen, als es derzeit in den Archiven vorhanden ist. Es gibt überall Pioniere, auch gerade in den deutschen Archiven und auch in Österreich. Aber man kann feststellen, dass die Großen sich damit auseinandersetzen. Die Kleinen bleiben da zurück und das ist ein ganz großes Problem, dass da so eine Spaltung im Archivwesen entsteht. Aber durch die digitale Archivierung, digital archivieren kann ich nur digitale Archivalien und das sind neue Quellengattungen. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe mit dem Theoriedefizit. Da haben wir es nämlich. Wir haben neue Quellengattungen, die wir beschreiben müssen, die wir bearbeiten können müssen und die wir in die bisherige Entwicklung einordnen müssen, und zwar typologisch und chronologisch. Um ein Beispiel zu nehmen, Personendaten werden zuerst in Kirchenbüchern aufgezeichnet, jedenfalls in Deutschland, dann in Personenstandsregistern, heute ist das eine Datenbank. Und man kann das an anderer Stelle auch beobachten, die Datenbank ist technisch die Archivalie der Zukunft, so würde ich das jetzt mal formulieren. Das heißt, wir müssen hier die archivalische Quellkunde weiterentwickeln. Wir werden mit den klassischen historischen Hilfswissenschaften an dieser Stelle nicht mehr weiterkommen. Und was sich ganz stark verändert, ist die Kommunikation mit den Benutzern, mit der Öffentlichkeit.
Die Benutzerberatung wird sich in Bezug auf die digitalen Quellen ganz stark verändern müssen, weil Benutzer, die solche Quellen verwenden wollen, eben auch eine technische Beratung brauchen. Und da müssen sich die Archivare die Frage stellen können und wollen wir das leisten? Und was können wir, was wollen wir da leisten? Genauso, du hast schon gesagt, Archivare blocken, die neuen Kommunikationsmedien, die sozialen Medien werden die Kommunikation im Archivwesen ganz stark verändern. Es gibt viele Kollegen, die die inzwischen als zusätzliches Kanal in die Öffentlichkeit begreifen und sagen, wir müssen da in jedem Fall teilnehmen, egal ob wir darin jetzt einen Mehrwert sehen oder nicht. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, vor allem Junge, die nur auf dieser Ebene kommunizieren und die erreichen wir nur, wenn wir sie an dieser Stelle wahrnehmen. Und was aus meiner Sicht eben auch ein ganz zentrales Anliegen ist, die Managementkompetenzen zu stärken in den Archiven. In den Verwaltungen werden betriebswirtschaftliche Instrumente in immer stärkerem Maße eingesetzt und das müssen die Archivare auch können. Die müssen sich mit ihrem Kämmerer unterhalten können, und zwar so, dass er sie versteht. Und was zu den Archivaren auch zunehmend dazu kommen muss, aus meiner Sicht jedenfalls, ist das politische Denken. Sie haben gehört, ich war Kommunalarchivarin und als Kommunalarchivar ist man immer ganz nah an der Politik dran. Und wenn man dort verstanden werden will, dann muss man in der Lage sein, die Anliegen der Archive in politischer Sprache zu formulieren. Man muss immer wieder deutlich machen können, was die Gesellschaft, die Wähler der Politiker und was die Verwaltung vom Archiv hat. Und das alles müssen wir klar in die Ausbildung integrieren. Wir haben auch schon sehr vieles davon in unsere Ausbildung integriert. Wir müssen auf die Entwicklungen in der Praxis reagieren, diese neuen Inhalte vermitteln und wir müssen sie operationalisierbar für die Archivare machen. Sie müssen damit umgehen können, sie müssen es nicht nur wissen. Und das erfordert dann eben auch neue Lehr- und Lernmethoden, mit denen wir an der Archivschule jetzt angefangen haben. Das nennt man szenario-basiertes Lernen. Das heißt, wir haben ein fiktives Archiv. Das ist eine Beschreibung eines Archivs anhand der wir durchspielen, wie man Managementkonzepte anwenden kann. Wir haben neuerdings ein virtuelles digitales Archiv, an dem wir zu erklären versuchen, wie digitale Archivierung geht. Und in diese Richtung werden wir uns weiterentwickeln müssen. Nun, zunächst mal danke ich für die Einladung. Als Kirchenarchivar möchte ich auch das große Auditorium stärker noch mit einbeziehen, in der Form, dass ich sage, auch Kirchenarchive sind in heutiger Zeit nicht Inseln der Seligen im Strom des permanenten strukturellen Wandels, sondern müssen zu einem Großteil dort mitgehen. Ich möchte andersrum ansetzen. Natürlich traditioneller, zunächst mal möchte ich auf die Kernleistungen nochmal hinweisen, nicht nur in den Ordensarchiven, sondern auch in den anderen kirchlichen Archiven mit dazu. Das heißt, wenn wir über kirchliche Archive im deutschen Bereich reden, so reden wir nicht nur über die 27 Diözesanarchive, auch noch gleichzeitig reden wir über die 160, 170 Ordensarchive. Dann zu den Diözesanarchiven und den Ordensarchiven kommen noch die Archive, kirchlichen Archive über die Diözesaneinrichtungen. Dass hier eine große Bandbreite mit zu berücksichtigen ist, die wir auch als Diözesanarchivare im Blick haben, ist selbstverständlich. Neben den Kernaufgaben, die es zunächst mal zu erfüllen gibt, die Archivierung der Tätigkeiten, aber auch darunter sind alle Tätigkeiten zu verstehen, die schriftliche Unterlagen als Verwaltungsvorgänge zu Archivgut machen, aber auch Dokumentationsmaterial in den diversen Ausformungen. Drei Punkte möchte ich hauptsächlich benennen, nämlich zum einen, um es in einer etwas moderneren Sprache zu sagen, die Utilitarisierung und die Popularisierung, nämlich die Nützlichkeit nach innen und nach außen von Kirchenarchiven aufzuzeigen. Heute muss man nützlich sein,
sage ich jetzt mal, auch provozieren in die Runde. Wir haben dazu natürlich unserem Bischof, unserem Domkapitel, unserem Ordensoberen entsprechend zu dienen und in vielfältiger Weise zuzuarbeiten. Wir haben dazu eine Grundlinie von der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der Kirche erhalten, die pastorale Funktion der kirchlichen Archive, die wohl für alle Kirchenarchive nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern auf der gesamten Welt Gültigkeit hat. Ausgehend davon sehe ich als Schwerpunkt, wie kann man hier dienlich sein, zunächst mal im internen Bereich. Die Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns muss gewährleistet sein, sowohl in einem Ordensarchiv als auch in einem Diözesanarchiv. Insofern war es eine meiner Hauptaufgaben in den letzten 4 Jahren als Vorsitzender der Bundeskonferenz gewesen, eine neue kirchliche Archivordnung zu schaffen, um dadurch eine Grundlage für das Internetzeitalter überhaupt erst auf rechtlicher Basis zu haben. Das Gleiche habe ich im Blick auch auf die Ordensarchivare mit angeleiert und auch durchgezogen. Es war ein ständiger Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive in Deutschland mit am Tisch gesessen, der inzwischen auch eine entsprechende Änderung und einheitliche Struktur für die Ordensarchive gefunden hat, die von der Deutschen Ordensoberen Konferenz verabschiedet worden ist und zum Großteil auch eingeführt wird. Als zweiten Punkt möchte ich mit dazu nehmen, die Maximen der sogenannten Wirtschaftlichkeit, die Ökonomisierung, wie ich sie mal bezeichnen möchte. Das heißt, es muss heute alles seinen Wert haben, es muss auch entsprechend ausgerichtet sein. Nun, das ist im Blick auf uns Kirchenarchive immer mit einer besonderen Schwierigkeit belastet. Der Wert muss zunächst mal in der Verwaltung im Internen sein. Wir müssen nicht nur, und da gebe ich Ihnen recht, Frau Dr. Penz, wir müssen nicht nur auf der einen Seite in die Zukunft schauen, was bekommen wir ins Archiv, sondern wie arbeiten wir die großen Bestände auf den Fahrspeichern in den Niederlassungen der Ordensarchive auf, die dort zurückgeblieben sind, wenn sie entsprechend dann verlassen wurden. Den dritten Punkt möchte ich anführen als Aktualisierung. Das Diözesanarchiv ist genauso wie alle anderen kirchlichen Archive auch ein Haus der kirchlichen Zeitgeschichte zu verstehen. Das heißt, wir müssen ins Internet gehen, Herr Dr. Becker, natürlich in einer Form, die es den Kirchenarchivaren und den vielfältigen Ausrichtungen der einzelnen Ordensgemeinschaften, auch der Diözesen, hier entspricht. Das bedeutet, wir müssen hier Grundlagen schaffen, wir müssen und haben diese auch geschaffen, das muss ich dazu sagen, um dann entsprechend tätig werden zu können. Man muss ja auch sehen, dass in heutiger Zeit auch Kirchenarchive von der Öffentlichkeit nach solchen Nützlichkeiten betrachtet werden. Ich denke nur an die Zwangsarbeiter, wo wir alle in besonderer Weise gefordert waren. Ich denke an die Missbrauchsdebatte, wo auch alle Ordensarchive ja mit im Boot waren, die in heftiger Weise hier angegangen worden sind. Insofern hat uns die neue kirchliche Archivordnung auch für die Ordensgemeinschaften wesentlich genützt. Fazit, ich möchte es so zusammenfassen, die Versicherung der unverzichtbaren Tradition, die Übersetzung in die Strukturen unserer Zeit, aber auch Mut zu Visionen, gerade im Jahr der Orden 2015 ist es notwendig, Visionen zu haben im Blick auf die konkrete Situation, die wir ja hier auch als Anlass unserer Diskussion haben.
jetzt ganz grob, dass es sehr praxisnahe und praktische Hinweise hier schon gekommen sind. Wir haben aber eigentlich eine Grundfrage, haben wir auch gar nicht angegangen. Was sind jetzt die Archive? Institutionelles Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis. Und das hat der Zufall gewollt, dass ich heute früh zwei E-Mails gefunden habe mit Zitaten, die ich da jetzt vorlesen möchte ein bisschen. Das eine ist, dass ein Kollege, Herr Wegweger, du kennst ihn, irgendwie erbost geschrieben hat, es gibt in Albertina derzeit eine Ausstellung, die heißt das Archiv der Träume. Und im Archiv der Träume, was sieht man dort? Kunst, Bilder aus dem Musée d'Orsay. Und im ersten Raum dieser Ausstellung Archiv der Träume steht: Archive sind Orte des Verborgenen, des Geheimnisvollen und der Erinnerung. Eine Reise durch die verschlungenen Gänge von Archiven bringt so manchen Überraschungsfund an die Oberfläche. Lassen wir das mal so wirken. Das zweite war die Ausschreibung einer Archivarsstelle bei der Weltbank. Und da war also auch so eine Aufstellung, was denn dieses Archiv der Weltbank ist, heißt dort Information and Technology Solutions, Knowledge and Information Service, ITSKI, ist die entsprechende Abteilung, was der das so tut, provides global access, dann Informationszugang, und dann steht dort, habe ich mir jetzt noch extra herausgegeben, Fiduciary, Legal and Reputational Risks, also Risk Management, Archive sind Risk Management, dass die Organisation, die der Öffentlichkeit und hier in der Weltöffentlichkeit verantwortlich ist, hier in ihrer Reputation oder auch in ihren Rechten keine Probleme erleidet. Und hinten nach steht dann noch irgendwo auch, dass sie auch noch für External Researchers und Another Clients dann offen ist, wenn das einmal disclosed ist, also wenn diese Information einmal freigegeben ist. Also in diesem Spannungsfeld, dem Archiv der Träume bis zu hin zum Risk Management für die Organisation, bewegen wir uns da. Der Archivbegriff ist geöffnet. Ich denke, wir haben nie die Deutungshoheit über den Archivbegriff gehabt, aber wir müssen uns schon auch einmal klar machen, dass der also sehr weit reicht. Ich hatte vorige Woche einen Antrag bei der Wiener Hochschuljugendstiftung zu lesen bekommen. Da hat eine Künstlerin die Kartografierung eines Archivs beantragt, die Unterstützung, die finanzielle. Wir würden sagen, sie macht Nachlasserschließung. Und diese Geschichte mit dem Risk Management und den Legal Affairs bei der Weltbank führt mich zu einem Thema, das wahrscheinlich die öffentlichen Archive, die Archive der Gebietskörperschaften noch viel mehr trifft als Sie, die Sie hier sitzen und letztlich ja private Archive vertreten. Und das ist die Verrechtlichung. Also unser Tun ist in den letzten 30 Jahren, in den letzten 20 Jahren, in Österreich vielleicht auch erst in den letzten 15 Jahren, seit es die Archivgesetze gibt, immer stärker auch in den Blick des Rechts gekommen. Wir haben wesentlich mehr als früher zu reflektieren, was wir in rechtlicher Sinn tun. Und Nutzerinteressen und Datenschutz und der mögliche Widerspruch und die Lösung dieses Widerspruchs ist Ihnen wahrscheinlich auch schon allen einigermaßen bewusst. Aber was ich das Gefühl habe, was uns noch viel weniger bewusst ist, ist die Bedrohung der Zukunft, der Vergangenheit durch das Recht auf Vergessen. Und wir haben die Diskussion noch laufend, und das hat, glaube ich, die deutsche Bundeskanzlerin vor einiger Zeit mal gesagt, jetzt muss sie endlich abgeschlossen werden, seit den letzten 3, 5 Jahren, über die Europäische Datenschutzverordnung. Und da ist das Recht das auf Vergessen drinnen verankert, ist verankert worden natürlich mit Gedanken an Facebook und Google und andere, aber wenn nicht unter anderem auch die französischen Archivare hier mit eingegriffen hätten und eine entsprechende Petition danach gestartet hätten, dann wäre unser Zweck auch in dieser europäischen Datenschutzrichtlinie nicht zu tragen gekommen, das was wir beabsichtigen, und dann wären wir irgendwann einmal auf der illegalen Schiene gewesen mit unseren Ideen, dass wir der Zukunft etwas überliefern wollen. Also das, glaube ich, das Recht auf Vergessen ist etwas, mit dem wir uns noch mehr beschäftigen müssen. Und
sozusagen der archivarische Widerstand, dass alles vergessen werden sollte oder dürfte. Und da stehen wir natürlich unter dem Druck auch, wie können wir unsere Anliegen dann auch gesamtgesellschaftlich legitimieren. Das ist also eine dieser Fragen. Eine andere ist die Frage der Ressourcen. Archive sind etwas, das sich gegen jeden Trend, gerade auch in der öffentlichen Verwaltung, also öffentliche Verwaltung soll verkleinert werden. Archive, selbst wenn sie im Wesentlichen Institutionen des Vernichtens sind, und wir können über den Prozentsatz diskutieren oder auch nicht, also es bleiben nur ein geringer Prozentsatz, soll übrig bleiben aus unserer Sicht, aber sie wachsen. Und das ist etwas, was eigentlich nicht sein darf, in der öffentlichen Verwaltung nicht sein darf. Das heißt, sie brauchen eigentlich immer mehr Ressourcen. Und diese Frage, wie schaffen wir es, diese Ressourcen zu generieren, die eigentlich immer größer werden müssen, weil auch die Archive, die Gedächtnisspeicher immer größer werden. Das ist auch so eine Frage, die uns im Kern, glaube ich, beschäftigen könnte. Wie bekommen wir Ressourcen? Ja, und das geordnete Erinnern und Vergessen haben wir im Wiener Stadt- und Landesarchiv in unser Leitbild geschrieben. Und das ist eine Funktion, die sich auf jeden Fall mal zuerst nach innen richtet. Und ich glaube, Sie haben es eher auch schon angedeutet, also wenn wir unsere Funktion für unseren Archivträger nicht erfüllen, ich glaube, die legitimiert uns zunächst einmal, dann können wir die anderen Funktionen, die dazukommen, durchaus auch bleiben lassen. Also ich glaube schon, dass der Archivträger hier eine wesentliche Rolle spielt und für den müssen wir uns selbst auch legitimieren. Vielen herzlichen Dank für die doch, wie ich bemerke, drei sehr unterschiedlichen Statements, die uns jetzt unterschiedliche Ansatzpunkte für Diskussion geben. Was ich bei allen dreien irgendwo rausgehört habe und was mir schon, glaube ich, auch allgemein in der Diskussion im Archivwesen in der Luft zu liegen scheint, ist die Frage der Nützlichkeit und des Images des Archives. Diese Frage vielleicht noch mehr und drängender als vielleicht vor 30 Jahren. 1992 ist ein Buch erschienen, das hieß Archiv 2000 und ein damaliger Direktor aus dem Staatsarchiv schrieb, spricht es gegen die Würde eines Archivs, Dichterlesungen zu veranstalten, ist es so absurd, den archiveigenen Ausstellungsraum Kunst zu präsentieren, warum nicht einmal ein Kabarett, bei dem die Menschen herzhaft lachen? Also so ein bisschen auch die Imagefrage des Archivs, wobei ich sagen würde, in vielen Social-Media-Kanälen ist das Kabarett auch schon angekommen. Also für mich ist so ein bisschen die Frage auch der Nützlichkeit gegenüber dem Archivhalter legitimiert sich ja sehr stark auch durch die Benutzung. Wozu sind wir gut? Und wir sehen einfach, dass sich die Benutzer geändert haben. Du hast das auch sehr schön angesprochen. Wir erreichen Benutzer, was wollen wir dann, wenn wir sie erreicht haben? Also die Frage, die Benutzerlandschaft hat sich verändert. Professor Prügel hat heute schon gesagt, Geschichte interessiert immer und zunehmend mehr auch den nicht wissenschaftlichen Benutzer. Wohin geht das? Für welche Zielgruppe arbeiten wir eigentlich oder wollen wir arbeiten oder dürfen wir uns das aussuchen? Möchte vielleicht jemand dazu was sagen? Das ist ja nicht mehr so sehr in meinem Fokus, aber ich denke, das ist eine ganz zentrale Frage, welche Zielgruppen will ich eigentlich erreichen? Und man wird nie nur eine Zielgruppe erreichen können oder wollen als Archiv, sondern man hat immer verschiedene Zielgruppen, weil man natürlich auch verschiedene Nutzergruppen hat. Und die spricht man sicher unterschiedlich an. Alle haben in den letzten 20 Jahren diesen Trend zur Archivpädagogik mitgemacht, oder die meisten. Das heißt, man spricht immer jüngere Nutzergruppen an. Ich kenne noch Regelungen aus Archiven, in denen festgelegt war, dass man volljährig sein musste, um ein Archiv nutzen zu dürfen. Davon sind wir heute weit weg und ich finde das auch richtig. Die Kinder müssen da auch schon den Zugang kriegen können. Und das ist eine Gruppe. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch andere Zielgruppen, die in der Zukunft kommen werden. Senioren zum Beispiel. Unsere Gesellschaft wird immer älter und die Leute gehen, also die Diskussion um Rentenalter ist ja auch eine Diskussion darum, wie beschäftige ich nach dem Eintritt ins Rentenalter die Menschen. Und je älter die Menschen werden, desto eher interessieren sie sich eben auch für Geschichte.
Mit anderen Worten, auch das ist eine Zielgruppe für Archive. Es gibt eine ganze Reihe von Archiven, die ich kenne, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, und das sind eben häufig Leute, die früh pensioniert sind oder die regulär pensioniert wurden und die dann ihre Zeit nutzen, um im Archiv mitzuarbeiten. Und da, das ist manchmal auch eine Gratwanderung aus meiner Sicht, weil das nicht dazu führen darf, dass das Stammpersonal abgebaut wird. Ehrenamtliche können bestimmte Aufgaben übernehmen, aber die können nicht dafür missbraucht werden, fehlendes Personal zu ersetzen. Und ich denke, dass das ist eben auch diese politische Aufgabe der Archive oder der Archivare, wahrzunehmen, wo sie sich in der Gesellschaft bewegen, wahrzunehmen, wer sich für sie interessiert. Das sind unsere Multiplikatoren, das sind die Leute, die wir für uns interessieren können, die dann eben in so einer Art Ping-Pong-Spiel unsere Anliegen eben auch an anderer Stelle wieder vertreten können. Also sehr stark Bildungsauftrag, Vermittlungsauftrag. Dr. Pfister. Also mich drängt es gerade zu, jetzt da nochmal was draufzusetzen, Dr. Pfister. Diese nach außen gerichteten Tätigkeiten des Archivars sehe ich als unverzichtbaren Bestandteil archivischer Arbeit überhaupt an. Also die Öffentlichkeitsarbeit, die historische Bildungsarbeit, aber auch die Auswertungsarbeit. Weil wenn wir von unserem Schreiben wieder ausgehen, die pastorale Funktion der kirchlichen Archive, sind wir hier natürlich genau auf einer Schiene. Im kirchlichen Bereich natürlich haben wir dieses hehre Wort der Neuevangelisierung des Volkes Gottes im Blick auch. Das mag zunächst mal auf einer etwas höheren Ebene sich auswirken oder sich anhören, aber ich denke, die Archive definieren sich, Frau Dr. Becker, wie Sie auch gerade gesagt haben, heute den Charakter ihrer Öffentlichkeitsarbeit neu als Teil gerade dieser politischen Bildung oder der historischen Bildungsarbeit oder auch als bürgernahe Geschichtsvermittlung. Nur dann werde ich, wenn ich Teil der Gesellschaft bin heute, kann ich Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen, kann ich dann auch meine Werte und meine Vorstellungen vermitteln. Natürlich haben wir unsere Senioren mit dabei seit langer Zeit. Bei uns sind es hauptsächlich Pfarrgemeinderäte oder ähnliche Mitglieder von Laienorganisationen, aber daneben auch Kirchenverwaltungen, Heimatforscher und ähnliche Gruppierungen. Ein Satz noch dazu. Wir sind heute so weit, wenn wir in München, wo man ja pausenlos angefragt wird, ihr habt doch da gesehen, dort ist ein Jubiläum, da müsst ihr doch was machen. Nein, wir machen es genau andersherum. Komm und sieh, das ist auch gut biblisch. Und das bedeutet für uns, wir laden Pfarrgemeinderäte und andere Gruppierungen, auch Schülergruppierungen, Schülergruppen und W-Seminare, wie das bei uns heißt, und ähnliches mit ein, zu den Archivarien. Das könnt ihr mit unseren Kirchenarchivarien daraus machen, wenn ihr euch damit beschäftigt. Und es gibt durchaus willige Lehrer, die dann auch bereit sind, einmal mehr Vorbereitungszeit auf eine Stunde zu veranschlagen, als man es vielleicht da und dort vermuten könnte. Vielen Dank. Das führt uns gleich, führt mich jetzt zur nächsten Frage. Zur Frage, Vermittlung ist immer noch von einem Informationsgefälle ausgehend. Der Archivar weiß was, was er anderen mitteilt. Das meint dann Archivpädagogik. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, mit der Digitalisierung, wir stellen die Archivalien online und der Benutzer ist sozusagen sein eigener Archivar, das kollaborative Archiv. Was meinst du dazu? Ja, eigentlich wollte ich vorher doch noch was anderes sagen, nämlich diese Frage von Geschichte. Eine Anspruchsgruppe, die uns beschäftigt, die kurz einmal auch angeklungen ist, das sind schon auch die Betroffenen. Und ob wir jetzt also über Holocaust, wo wir uns also in den 2000er Jahren massiv beschäftigen mussten, ob über Zwangsarbeit, ob über die Missbrauchsgewaltfälle, es gibt für mich, und das ist mir als Archivar in dieser Institution Archiv, so wie sie, wie meine oder auch ihre jetzt liegen,
noch nicht so ganz klar geklärt. Es gibt also auch die Generationen der Lebenden, so eine Funktion, die jetzt noch nicht Zeitgeschichte ist, sondern persönliche Betroffenheit, die jenseits der 30 Jahre Archivierungsfrist liegt, die wir in den Gesetzen haben, aber die auch eigentlich nicht heißt, dass wir in den Archiven alle diese Unterlagen auf ewige Zeiten auflegen müssen, über alle diese Fälle, wo noch Anspruchsberechtigte im rechtlichen Sinn kommen können. Also ich glaube, das muss man auch wahrnehmen, dass das eine Art Zwischenarchivierung nach einer klassischen Vorstellung ist, die uns im Moment sehr stark beschäftigt. Also gar nicht die Zukunft, sondern eigentlich die Gegenwart ist, aber die etwas Neues ist, die ich sehe. So, aber jetzt zur Frage der Digitalisierung. Es gibt, auch könnt ihr damit ein Beispiel von uns bringen, es gibt eine gar nicht unerfolgreiches Blog, Vintage Vienna, da werden historische Bilder aus privaten Bildbeständen online gestellt und die Leute sind begeistert und inzwischen hat auch Vintage Vienna schon das dritte Buch publiziert. Und Vintage Vienna hat das auch um Unterstützung durch die Stadt Wien angesucht. Ein Projekt, das als Community durchaus funktioniert. Und die Frage war, unterstützt das Archiv das und wie unterstützt das? Und das zeigt ein Dilemma, das wir haben mit Community-basierten Dingen. Wir sind gewohnt, Authentizität und Zuverlässigkeit zu wahren. Und die Frage ist jetzt, kann die Mitwirkung der Community über das Web, das ja möglich ist, auch unsere Authentizität und Zuverlässigkeit, vor allem unsere Zuverlässigkeit, untergraben? Könnte es sein, abgesehen von Urheberrechtsfragen, also da irgendwas online gestellt wird, wo wir als Behörde Stadt Wien uns nicht auf ein Rechtsproblem einlassen können, dass wir irgendwas veröffentlichen, was rechtlich nicht in Ordnung ist. Abgesehen davon eben, als Garanten von Authentizität können wir uns auf sowas einlassen. Ich glaube, dieses Dilemma haben die Archive. Und die Frage ist, wie lösen sie das? Lassen wir unsere Nutzer mit Meinungen, mit Erfahrungen, mit Funden an unsere Archivinformationssysteme oder lassen wir das nicht? Also wir haben es für uns anders gelöst. Wir haben einen Versuch, eine Lösung gemacht, wir haben unser Archivinformationssystem, das wird einseitig vom Archiv bedient. Aber gleichzeitig gibt es daneben ein Wiki und man kann vom Wiki verlinken in die eine und in die andere Richtung und im Wiki darf sich auch jeder Mann, jede Frau dazu äußern. Und da erwarten wir uns schon, dass natürlich neues Wissen oder vertieftes Wissen über Archivbestände auch generiert wird von Seiten der Nutzer. Und ich glaube, diese Art schafft, und darum habe ich am Anfang auch die Frage der Ressourcen gestellt, diese Art der Kollaboration schafft dann sehr wohl neue Ressourcen, über die wir bisher nicht verfügt haben. Ja, das hat die Möglichkeit dazu, Kommentare? Ja, also es gibt eben, ich kenne es aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg auch, die haben ein Crowdsourcing-Projekt gemacht und die haben das eben auch so gemacht, dass sie die Kommentare der Nutzer gekennzeichnet haben. Und um deutlich zu machen, das kommt vom Archiv, das ist das, wofür wir garantieren, und das andere, das gekennzeichnete, kommt von außen, das ist etwas, wofür wir nicht garantieren können. Ich denke, nur so geht es. Weil es geht ja, also meiner Meinung nach, geht es bei der Vermittlung von archivalischen Quellen ja auch um Medienkompetenz. Das ist für mich der zentrale Begriff. Man kann mit authentischen und integren archivalischen Quellen eben zeigen, wie Medien eingesetzt werden und wie Authentizität entsteht. Und genau das ist ein Punkt, den wirklich nur Archive können. Die Bibliotheken haben Literatur, die kommt in der Regel aus zweiter Hand. Das sind selten Primärquellen, wir haben die Primärquellen. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal und das müssen wir gerade an der Stelle meiner Meinung nach noch viel, viel mehr nutzen. Herr Berg, das ist ein sehr interessanter Ansatz, den Sie haben. Ich möchte von den Kirchenarchivaren aussagen, so weit sind wir noch nicht, aber wir sind auf einem Weg, zumindest in eine ähnliche Richtung. Die schaut für den deutschen Bereich so aus, dass wir mit Kommentierung, das geht einfach noch nicht, muss ich auch dazu sagen. Wir sind aber, darum habe ich auch an den Beginn meines Statements die archivischen Kernaufgaben gestellt. Wir sind bei der zunächst mal katholischearchive.de,
so ausgegangen, dass wir ein sogenanntes Vier-Stufen-Modell haben. Das heißt, in der ersten Stufe eine Adresskarte zunächst mal, zweite Stufe dann die Tektonik. An diese, wer da mitmachen kann, soll es tun. Eine dritte Stufe, dann Findbücher einstellen und erst in einer vierten Stufe, bitte, das ist in Überlegung, dann irgendwelche Archivalien dran zu hängen. Der Provenienzgedanke, das wissen Sie natürlich, steht hier massiv im Vordergrund zunächst einmal, um zu zeigen, aus welchem Kirchenarchiv, aus welchem Ordensarchiv kommt welche Archivalie, welches Foto oder somit dazu. Soweit sind wir noch nicht. Zwei deutsche Archive, Kirchenarchive haben jetzt mal auf ihren Homepages schon solche Findbücher mit eingestellt. Nun in den nächsten Jahren möchte ich nur dazu sagen, wir haben für all die Möglichkeiten, die Sie aufgezeigt haben, durchaus jetzt die Voraussetzung geschaffen durch unser neues Kirchenarchivgesetz, sodass es aber im Belieben oder in der Verantwortlichkeit des jeweiligen Diözesanbischofs ist, hier tätig zu werden. Klammer auf, ein Satz, die Damen und Herren hier, und Mitbrüder und Schwestern natürlich auch, sieht man natürlich auch dahingehend, dass zum Großteil Ordensvereinigungen und Gemeinschaften bischöflichen Rechts sind. Insofern ist automatisch die Verantwortlichkeit auf den Diözesanbischof zurückgeworfen, wenn hier eine der Ordensgemeinschaften tätig würde, im Gegensatz jetzt zu den päpstlichen Rechts, Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts. Da muss man auch nochmal unterscheiden, was die Rechtskonfigurationen betrifft. Wobei unser Kanonist in Österreich sagt, auch ein Diözesanbischof hat kein Recht auf einen Zugriff eines Ordensarchivs, auch wenn der Orden bischöflichen Rechts ist, aber die Kanonistik, aber wie du sagst, die Verrechtlichung betrifft auch die Kirche, auch hier gibt es Rahmenordnungen. Ich möchte als letztes noch einen Punkt ansprechen, weil ich glaube, dass er in diesem Kreis auch interessant ist, den du ein bisschen angesprochen hast, so die Archive mit zwei Geschwindigkeiten, die großen und die kleinen Archive. Ich weiß noch, wir haben vor 9 Jahren begonnen, im Verband österreichischer Archivarien und Archivare einen Grundkurs 5-tägig für Archivare und Archivarinnen anzubieten. Und dann ist uns so, haben uns so ein paar Kollegen gesagt, was, wieso heißt der Grundkurs für Archivare? Die glauben ja dann, dass sie Archivare sind. Ja. Das war noch nicht so lange in Österreich, dass nur wer 3 Jahre Archivwissenschaft studiert hat und in einem staatlichen Archiv arbeitet, sich auch Archivar nennen durfte. Und jetzt sehen wir, mittlerweile haben wir so 150 Leute diesen Kurs gemacht, wie bunt die Archivlandschaft ist. Ja. Und seit 1997 gibt es die Ordensarchive in Deutschland in einer Arbeitsgemeinschaft. Wir sind sichtbarer geworden, keine Frage. Die kleinen Archive sind plötzlich viel mehr da, sind noch viel mehr Thema, weil eben auch in einer Zivilgesellschaft mit Recht gefragt wird, ist die Aktenüberlieferung der Gebietskörperschaften wirklich das Einzige, was überlieferungswürdig ist. Meine Frage wäre, können da nicht auch die kleinen Archive, auch wenn sie vielleicht in Fragen der digitalen Archivierung nicht die großen Lösungen entwickeln können, auch in anderen Fragen Schrittmacher sein? Oder was heißt das für die Archivlandschaft, dass plötzlich so viele kleine Archive präsent sind? Du kommst aus den kommunalen Archiven? Ja, das betrifft ja auch genau diese. Es gibt eben sehr, sehr viele kommunale Archive, oder Archivare, die Einzelkämpfer sind und die eben oft genug keine Ausbildung haben, auch in Deutschland. Also keine klassische Fachausbildung als Archivar, auch in Deutschland. Die am meisten besuchten Fortbildungskurse an der Archivschule Marburg sind die Grundkurse, die wir für wir nennen die Quereinsteiger, anbieten. Ja, also die Leute, die eben in einem Archiv arbeiten, aber keine fachliche Ausbildung haben. Und da gibt es einen ganz hohen Bedarf. Das ist sehr häufig so, gerade in den kleinen Gemeinden, dass man kann sich das gar nicht leisten. Man ist so klein, dass es auch gar nicht für eine ganze Stelle Archivar reichen würde. Mit anderen Worten, es wird
jemand beauftragt, der im Standesamt sonst wo arbeitet in der Verwaltung und dann das Archiv mitmacht oder aber irgendwann mal dann zu einer eigenen Stelle wird, die das Archiv betreut. Und da gibt es ja viele und die Archivlandschaft ist extrem bunt. Also ich merke das immer wieder. Es ist auch beim Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare so, dass nur 40% unserer Mitglieder eine archivfachliche Ausbildung haben. Es gibt unglaublich viele Archive, die gar nicht der Archivgesetzgebung unterliegen in Deutschland. Der Archivgesetzgebung unterliegen die staatlichen und die kommunalen Archive. Und das sind die klassischen, die haben eine eigene Gesetzgebung, was im eigenen Rechtsbereich sind, die kirchlichen. Aber das sind die klassischen Staatsarchive, das sind die Universitätsarchive und das sind die Kommunalarchive. Die unterliegen und teilweise auch noch Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts und so weiter, die unterliegen der staatlichen Archivgesetzgebung. Die Kirchen haben einen eigenen Rechtskreis, es gibt eine katholische rechtliche Regelung für die Archive, es gibt das, die evangelischen Kirchen in Deutschland haben Kirchenarchivgesetze und es gibt eben jede Menge private Archive, die dem bürgerlichen Gesetzbuch unterliegen und sonst keinerlei rechtliche Regelungen haben. Und es gibt ein Phänomen, es gibt jede Menge Archive der wissenschaftlicher Einrichtungen, die Archive der Leibniz-Gemeinschaft zum Beispiel, das Archiv des Germanischen Nationalmuseums, das Archiv des Deutschen Museums in München, diverse andere, die nennen sich alle Archiv, die unterliegen keiner Archivgesetzgebung. Die haben manchmal massive Schwierigkeiten, wenn es um die Frage geht, personenbezogene Unterlagen zugänglich zu machen. Da fehlt oft das Bewusstsein dafür. Die haben ganz andere Regeln, die können sich da, also die lehnen sich oft an Archivgesetzgebungen an, aber die unterliegen der nicht. Und da entstehen dann auch wirklich Ungleichzeitigkeiten, Unwuchten. Im staatlichen Archiv sind diese Unterlagen nicht zugänglich, weil sie ganz strengen bereichsspezifischen datenschutzrechtlichen Regelungen der Archivgesetze unterliegen. In einem Archiv einer wissenschaftlichen Einrichtung sind unter Umständen auch solche Daten vorhanden, die könnten zugänglich gemacht werden, also nicht der Archivgesetzgebung unterliegen. Und das ist eine Diskrepanz, ein Spagat, der immer sichtbarer wird. Und der eben auch dadurch sichtbar wird, dass sich viele kleine Archive an zum Beispiel den Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare wenden und einfach um Hilfe bitten, weil sie nicht klarkommen, weil sie Unterstützung brauchen, fachliche Unterstützung, finanzielle oft. Und auch die Archive der neuen sozialen Bewegungen gehören dazu. Ja, inzwischen, wir haben so ein Phänomen, der Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare sind 8 Fachgruppen gegliedert. Die 8. Fachgruppe, das sind eigentlich die Archive der Hochschulen und der wissenschaftlichen Einrichtungen. Und das ist das Sammelbecken für alles, was sonst nirgendwo reinpasst. Und da sind eben auch die Archive der neuen sozialen Bewegungen. Das wird immer deutlicher. Wir haben eine viel vielfältigere Archivlandschaft, als wir als staatliche und kommunale Archivare oft denken. Und wir haben kein Monopol auf den Begriff. Und ich verwende manchmal deswegen auch in Vorträgen, um das klarzumachen, wovon ich rede, die Wendung Archive im Sinne der staatlichen Archivgesetzgebung. Ja? Aber alle diese Interessen, Ansprüche, Wünsche müssen wir ein Stück weit auch bedienen, zumindest als VDA. Zwei Sätze zur Ausbildung im kirchlichen Archivwesen. Wir haben seit mehr als 40 Jahren den Volkersberger Kurs für Quereinsteiger, sage ich jetzt mal. Und hier im Auditorium sitzen eigentlich viele Quereinsteiger, weil viele diesen Kurs schon gemacht haben. Der schaut so aus, wir haben zweimal eine Woche Blockphase mit Vermittlung von Grundausrichtung von Archivwesen. Wir haben dazu auch noch dann eine Modulphase mit mehreren jeweils 3 Tage dauernden speziellen Fortbildungen. Unter anderem auch ein Ordensarchivspezifikum, wo speziell unter vielen, vielen... Darf ich vielleicht, weil wir hier Zukunftsfragen, ja. Ist irgendwo geplant, ja. Im Volkersberger, muss man sagen, irgendein Becker hat gesagt, eine Quellenkunde für digitale Unterlagen, also sehen Sie irgendwo sozusagen Bedarf eines Curriculumwechsels, also da müssen wir hin.
Ein Satz dazu, den haben wir bereits in der Modulphase mit dabei. Wie geht man mit digitaler Langzeitarchivierung, wie geht man mit digitalisierten Unterlagen um? Das ist ein Thema auf 3 Tage. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass wir natürlich hier nicht in einer Art Konkurrenz treten zur Archivschule Marburg, sondern da dort gerade auch zum Grundwissen viele Leute dorthin schicken aus dem einzelnen Archiv. Aber ein letzter Gesichtspunkt zur Ausbildung, das gebe ich hier ins Auditorium auch nochmal. Eine neue Situation ergibt sich innerhalb einer Kongregation. Eine hauptamtliche Ordensarchivarin, die heute nicht anwesend sein kann, die schult nun innerhalb der eigenen Ordenskongregation die Archivarinnen der einzelnen Niederlassungen. Und ich denke, das ist auch mal eine Situation, die man einer Generaloberin oder einer Provinzoberin schon mal ans Bein bieten sollte, dass sie innerhalb der eigenen Zuständigkeit sich um die Geschichte kümmert. Denn allein wenn man bedenkt, das Jahr der Orden, einer der Gesichtspunkte von Papst Franziskus, er hat gerade hier ausgeführt, ich darf es nur kurz zitieren, dass gerade im Zusammenhang in diesem Jahr wird es zweckmäßig sein, wenn jede charismatische Familie, also jede Ordensgemeinschaft, sich ihrer Anfänge und ihrer geschichtlichen Entwicklung erinnert. Und das kann ich nur tun, wenn ich ein geordnetes Provinzarchiv oder Niederlassungsarchiv einer Ordensgemeinschaft habe. Insofern wird nicht nur nach außen ausgebildet, sondern auch innerhalb der eigenen Kongregation. Vielleicht ist es auch so, dass durch diese vielen neuen Archive, die es ja schon länger gibt, aber die irgendwie jetzt an eine Oberfläche kommen, sozusagen die einen gibt, die Zukunftsfragen haben, die ganz woanders führen, während wir mit anderen noch dabei sind, Rückstände aufzuarbeiten. Wir kommen dann jetzt schon in die Schlussrunde, du darfst gerne noch ein Statement abgeben, aber wir würden dann noch vielleicht zurückkehren zu dem Bergschen Archiv der Träume. Man darf jetzt in der Schlussrunde noch jeder eine Vision äußern, wo soll es in 10 Jahren, wo möchte ich in 10 Jahren in meinem Archiv sein, oder wo will ich gern, dass das Archivwesen ist. Das ist jetzt schwierig, weil ich jetzt ganz was anderes eigentlich denke. Die armen Kolleginnen und Kollegen hier, wenn ich mir das so vorstelle, wir als Institution tun uns schon mit 60 Leuten schwer, alle diese Kompetenzen, die wir da in dem Fach brauchen, zu entwickeln. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es sitzt hier eine Archivarin, einer Ordensgemeinschaft, und der soll dann mit einem gefinkelten Opferanwalt genauso auf gleich verhandeln können, wie beurteilen können, ob irgendein Kompressionsalgorithmus von irgendeinem Bild jetzt geeignet ist für die Langzeitarchivierung. Also, wenn man jetzt eine Vision oder einen Wunsch daraus äußert, dann kann es eigentlich nur der sein, dass diese Kompetenzen untereinander, die die Einzelnen entwickeln, viel stärker noch zu vernetzen sind und dass einfach die Zusammenarbeit der Archive in der Entwicklung dieser Kompetenzen weitergeht. Würde genau in die gleiche Richtung gehen. Ja, jeder anwesende Archivar und jede anwesende Archivarin vereint in sich 100 verschiedene Aufgaben. Das ist klar, und es ist, viele denken sicherlich auch, wie kann man das alles schaffen. Aber ich kann nur für Kirchenarchive hier wiederum sagen, das Angebot, gemeinsam sind wir stärker, das heißt, gemeinsam in einer Diözese, noch dazu in einer großen Diözese, München und Freising zum Beispiel, treffen wir uns zwar einmal im Jahr mit allen Kirchenarchiven zusammen, um Tendenzen und auch ganz praktische Dinge zu besprechen. Meine Vision ist, wir sind alle eine Kirche und sollten noch wesentlich stärker im Blick und im Sinn auch der pastoralen Funktion der kirchlichen Archive von Rom vorgegeben, schon vor Jahren, endlich noch deutlicher nachkommen
und die Gemeinschaft wachsen lassen. Die Communio der Archivare, der Kirchenarchivare muss noch wesentlich mehr ausgeprägt werden, als es bisher der Fall ist. Ich wünsche mir, dass die Archivare in 10 Jahren an der Position in der Öffentlichkeit angelangt sind, wohin sie eigentlich gehören, nämlich als die kompetenten Vertreter der Medienkompetenz. Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Schlusswort. Jeder von uns hat immer ein bisschen eine Herausforderung zu erklären, was so ein Partygespräch, Sie sind Archivarin, was machen wir denn da? Ich hoffe, dass diese Diskussion auch ein bisschen dazu beigetragen hat, zu sehen, wie komplex die Dinge sind, die Zukunftsfragen, denen wir uns zu stellen sind. Ich danke unseren Gästen sehr herzlich fürs Kommen und für die lebhafte Diskussion und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir machen jetzt noch eine Viertelstunde bis um 6 Uhr Möglichkeit zu fragen an die Gegenstellungnahme. Also bei mir ist alles ganz anders. Bitte, Walter Frank. Ich bin sehr dankbar für die letzte Anmerkung, die du gemacht hast, lieber Helga. Die meisten der hier vertretenen Archive sind tatsächlich, glaube ich, ein Frauen-, ein Mann-Archive. Wir tun uns da schon sehr schwer, was der Dr. Berg ja auch gesagt hat, diese Dinge zu erfüllen. Und es ist ein Unterschied, über die finanziellen Ressourcen eines Diözesanarchivs verfügen zu können oder in einer Ordensgemeinschaft zu sein, wo die Archive ja häufig auch ein sehr starkes Amt da sein führen und die Archivarinnen und Archivare, was auch schon gesagt worden ist, ja auch häufig nicht über historische Ausbildung verfügen und keine Historiker sind. Wir uns da auch mit den Anfragen sehr schwer tun, weil je publiker wir unsere Archive machen, je mehr wir damit in die Öffentlichkeit gehen, umso mehr Anfragen gibt es in der Regel auch, die aber jetzt nicht unbedingt uns direkt betreffen und nicht unbedingt von der Fülle her dann auch geeignet sind, um wirklich beantwortet zu werden, dann sachkundig. Also ich glaube, da ist auch eine große Schwierigkeit. Das ist immer eine sehr große Gratwanderung, ob wir denn alles öffentlich machen und ins Netz stellen oder nicht. Bitte. Also die Verpflichtung hat, du habe ich am Anfang gesagt, sitzen hier viele Private, die Verpflichtung legt mir niemand auf. Zu der Frage der Anfragen, etwas, was ich für uns so nicht vorausgesehen habe, seit Jahresbeginn verlangt das Wiener Stadtorganisativ Geld für die Beantwortung von Anfragen. Und die Anfragen sind auf 10% oder 10 oder 15% des vorherigen Wertes zurückgegangen. Das hat uns selbst sehr überrascht, weil wir waren sehr beliebt, weil wir alles gratis beantwortet haben. Und dann haben wir einen durchaus gerechten Preis, also jetzt nicht im Gewinn orientiert, angesetzt. Und auf einmal sind zwar die Leute vielleicht enttäuscht, aber wir werden nicht so beschäftigt mit Anfragen wie vorher. Also jetzt selber als Stiftsarchivarin gesprochen, als Archivarin in einem Stift arbeitet, ich bin eine große Verfechterin von FIT-Behelfen online. Weil bei jeder Anfrage, die dann kommt, sage ich, also unser FIT-Behelf ist online. Lesen Sie ihn zuerst und dann fragen Sie mal. Also bei Part, ja. Also das regelt die Anfragen schon sehr, wenn man, das muss natürlich ein FIT-Behelf sein, der aussagekräftig ist. Ja. Ich meine auch, dass in einem FIT-Behelf gar nicht so sehr die Tiefen- und Einzelerschließung wichtig ist, sondern die Kontextinformation. Ja. Also wenn ich habe Pfarrakten, die Pfarrgeschichte am Anfang ist viel wichtiger, wenn ich sehe, die Pfarr ist josephinisch gegründet, dann höre ich auf, da Mittelalterakten oder Urkunden zu suchen. Aber ja, da kommt sie noch eine Reihe anderer Fragen. Es war eine Frage, wo die kleinen Archive Schildmacher sein können. Möchte hier noch kurz anmerken, dass ich finde, dass vor allem im Bereich der Benutzerbetreuung im Eingehen auf den Benutzer eine große Stärke der kleinen Archive liegt. Gerade weil hier keine so eine große Anonymität gegeben ist wie in den größeren Archiven. Das wollte ich eben als Bemerkung noch beisteuern und eine Frage noch an den Herrn Berg. Wenn Sie von Vernetzung von Kompetenzen sprechen, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie gibt es
gibt auch Beispiele dafür. Ich kann momentan mit dem, ich bin sehr visionär, aber ich kann mit dem wenig anfangen. Aber also, die Christina ist da. Vorsitzende der Fachgruppe der Kirchlichen Archive Österreichs. Das ist eigentlich, würde ich sagen, das Netzwerk, oder? Du bist angesprochen worden. Ja, also einerseits eben die Fachgruppen im Föhr. Und ich kann es halt jetzt wieder auf die Kirchen schlecht sagen, aber ich sehe es unter den Landesarchiven. Also die einen haben halt eine große Kompetenz in Digitalisierung. Unsere, würde ich sagen, nicht unwesentlich auch von meiner Person in Fragen von Archivrecht. Das heißt, ich kriege auch von den Kollegen einfach per E-Mail Anfragen, pass auf, ich habe diesen und jenen Fall. Was kann ich jetzt tun? Ja, weil man halt weiß, dass ich es vielleicht, ich bin zwar auch nur Winkeljurist, aber vielleicht doch eher lösen kann als eine andere. Also die formelle, aber auch informelle Vernetzung, dass man weiß, wer welche Kompetenzen entwickelt hat in welchen Archiven. Zu diesen Kompetenzen möchte ich auch noch dazu sagen, was ich am Ende ja vorher angemerkt habe. Dieser Austausch an Informationen, wo bekomme ich billige Digitalisate, wer ist Anbieter, wo haben wir schon Erfahrungen damit und so weiter, wo gibt es keine Archivkarton und so weiter, all diese Dinge. Das führt ja auch dazu, erst in der K-Woche war eine aus Ihrer Runde hier mit den Münchner auch mit da, um zu sagen, ich habe hier wertvolle Bestände, wo lasse ich die digitalisieren. Also das wird sehr schnell, sehr konkret. Wir haben zwei Mitarbeiter, die ausschließlich für Pfarrarchive zuständig sind und dort schlichtweg die Community der Pfarrarchivare, die ja alle im ehrenamtlichen Bereich sind, nochmal zusammenzubringen, auszutauschen. Wenn du das Problem hast, gehst du zu dem dorthin und so weiter. Also ist ja auch die Situation, die Herr Berg hier im städtischen Bereich angesprochen hat, ist natürlich auch auf dem ländlichen Bereich in der Fläche sehr gut möglich durch diese Vernetzung. Nun zum Archivar vom Deutschen Orden noch ein Satz dazu. Ich werde halt nur festgestellt und wahrgenommen, wenn ich Evangelisierung in der Welt betreiben will, auch in Form des Deutschen Ordens, muss ich halt in irgendeiner Form im Internet präsent sein. Sind sie natürlich auch. Dann hat man halt auch die Probleme mit diversen Beratungen. Aber ich denke, das ist mit beinhaltet in diesem gesamten Zusammenhang der pastoralen Funktion von kirchlichen Archiven, wo sich keiner von uns verschließen kann. Weil wir halt häufig der einzige, die Schwelle sind, wo wir mit Kirchensteuerzahlern oder ähnlichen Leuten überhaupt jetzt in Berührung kommen und Kirche nur dadurch erlebt wird. Ich würde gerne noch was zu dieser Frage mit den kleinen Archiven sagen. Ich denke, ein Weg ist auch, sich zu spezialisieren und zu sagen, ich mache jetzt ein paar Jahre lang schwerpunktmäßig dieses Thema und dann konzentriere ich mich wieder für ein paar Jahre auf ein anderes Thema. Nur so können Sie ein Stück weit diese Bandbreite abfangen. Also wir haben in dieser Internet-Community, die eben in den sozialen Medien unterwegs ist, da ist zum Beispiel auch ein ganz kleines Kommunalarchiv dabei aus Blitz am Rhein. Das gibt es auch. Und die Archivarin ist, glaube ich, nur zweimal einen halben Tag in der Woche überhaupt in ihrem Archiv, aber trotzdem in den sozialen Medien unterwegs. Es geht sehr wohl, man muss sich eben dann wirklich sehr genau überlegen, an welcher Stelle sind die Schwerpunkte und macht es eine Zeit lang. Und wir haben in Deutschland eben auch eine sehr lange Tradition des Austausches. Wir haben für alle Fachgruppen irgendwelche Austauschgremien. Die gibt es für die kommunalen Archive, für die staatlichen, für die Kirchen, gibt es überall und die versuchen eben auch Wissen zu konzentrieren und wieder zu streuen. Und ich denke, sie haben das in Österreich sicher zum Teil auch und müssen sicher auch gucken, dass sie diese Vernetzungen über die, über die Grenzen hinweg eben auch aufbauen. Ja, ich wage einfach mal so. Entschuldigung, die war zuerst, ich weiß das selber, die Christine ist wahrscheinlich direkt dazu. Darf ich dich noch einen Moment? Weil das, du kommst dazu.
weil ich eben gerade angesprochen wurde. Wir haben natürlich auch eine Vernetzung mit der Fachgruppe der kirchlichen Archivare. Also das sind jetzt dann natürlich nicht nur katholische Archivare, sondern eben das ist konfessionsübergreifend. Und da versuchen wir eben schon in den letzten 5-6 Jahren eben in unseren Studientagen doch auch Wissen weiter zu vermitteln durch die Einladung eben externer Referenten, hier sozusagen auch ein bisschen auf diesem Grundkurs vielleicht auch aufbauen, ein bisschen weitere Informationen zu vermitteln. Und ja, es ist natürlich für kleine Archive schwierig, wie wir ja alle schon festgestellt haben, aber ich denke, es geht nur auf diesem Weg, dass wir uns eben zusammentun und versuchen, eben gemeinsam auf diesem Weg weiterzugehen. Und ich denke, mit unseren Studientagen und auch mit unserer Fachgruppe haben wir da schon zumindest einmal einen ersten Ansatz oder die erste Basis dafür. Vielen Dank. Herr Schwagen, mal so einen Blick 10 Jahre in die Zukunft. Ich stelle die Frage mal die Behauptung, dass weder große noch kleine Archive, die nicht im Internet vertreten sind, noch irgendeinen Benutzer haben. Weil der Benutzer von heute sucht immer mehr den Google-Schlitz und gibt dort seine Suchbegriffe ein und landet dann irgendwo. Wo der landet? Wir unterscheiden noch schön zwischen Tektonik, zwischen Findbuch, zwischen Klassifikation. Das ist dem Benutzer ziemlich egal. Hauptsache, er findet seine Stichworte. Wenn wir dann noch so unverschämt sind als Archivare und stellen dann Digitalisate noch ins Internet, hat der Benutzer das große Problem, er kann die nicht lesen. Heißt, werden wir zu neuen Dienstleistern, die demnächst auch eine schöne Transkription mitliefern? Und das ist nicht aus der Luft gegriffen, das sind Dinge, die sind schon an mich herangetragen worden. Ich kriege ein Digitalisat, ich kann es nicht lesen. Und ich glaube, der Benutzer denkt ganz anders, der jetzt mit neuen Medien umgeht. Man sieht es ja auch teilweise auf Reaktionen auf Facebook-Posts oder sowas, was Leute anspricht. Also die, was wir immer betonen, die Kontextinformationen, dass wir die liefern, die wird vom Benutzer gar nicht mehr wahrgenommen, sprich die Einleitung zu einem Findbuch. Also wir sind noch gewohnt zu lesen. Ich glaube, das kommt immer mehr an. Ein sehr archivarischer Blick. Na, jetzt gibt es mir doch noch mal das Stichwort Google off records. Überhaupt, ich empfehle einen Film aus dem Jahr 1975, Rollerball. Es gibt einen Weg von 2002, das sind also diese gesellschaftliche Utopie gar nicht mehr transportiert. Aber Rollerball ist im Jahr 1975, fünf Unternehmen beherrschen die Welt. Das Weltwissen ist in einem Computer gespeichert, der steht in Genf, das ist also diese Zentrale, und sie manipulieren dieses Wissen. Google Suchblase und ähnliches ist schon sehr nahe, 1975, muss man sich vorstellen, als Utopie immer wieder erstaunlich. Und was auch noch, was mich auch durchaus bedenklich stimmt gegenüber der Realität, ein Spiel namens Rollerball, man spielt mit einem Ball auf Rollschuhen und Motorrädern, soll die Massen national aufladen, also spielt Japan gegen die USA oder so. Und wenn man sich anschaut, die Äußerungen der Politik heute zu Fußball, die man auf jeden Fall in jeder politischen Rede drin haben muss, sind wir da auch schon relativ nah dran. Und der Held dieses Spieles möchte nun drauf kommen, wie die Geschichte mit den Corporations wirklich war, und fährt dann nach Genf, und der Computer ist aber sabotiert und die Corporations, die fünf Vorstände beschließen, er muss bei dem Rollerballspiel sterben. Aber ich empfehle Ihnen wirklich den Film, weil er, und da kommt dann auch ein Archivar vor, der ist leicht verrückt. Auch das ist ein Bild, das in der Popkultur sehr, sehr gut passt. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich halte dagegen, aber ich sehe zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir also tatsächlich es schaffen, so viel in diese digitale Welt von dem Wissen, das bei uns gespeichert ist, hinüberzubringen, dass es in dieser digitalen Welt wahrgenommen wird, unmanipuliert wahrgenommen wird. Die andere Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass es vielleicht auch das Archiv dann mal, oder die Archive, wie wir sie sehen, wie wir sie betreiben, das Kollektiv dieser digitalen Welt sind. Und das Wesentliche
Wissen halt zu einer Nischenexistenz führt, aber auch wieder für die, die es können, doch einen neuen Wert generiert. Bitte. Frau Fleckensteiner, hat die Zukunft schon begonnen. Es gibt an der Universität Innsbruck ein EU-Projekt, die sich damit auseinandersetzen, Handschriftenerkennung, wie sie auch für Tablets verwendet wird, auf Archivgut anzuwenden. Und die haben inzwischen erste Ergebnisse mit Kurrentschrift, wo eine 30%ige Fehlerquote da ist. Es wird beim Deutschen Archivtag in einem Kurzstatement wird es vorgestellt, die ersten Ergebnisse. Also da gibt es sehr wohl schon Überlegungen, wie man dieses Problem lösen kann, dass Digitalisate von älterem Archivgut eben vom Normalbürger, der keine archivarische Ausbildung hat, nicht gelesen werden können. Ich darf noch die eine Frage von Ferdinand nehmen und dann würde ich es beenden, damit wir noch ein bisschen Pause vor der Messe haben. Ich bin kein Archivspezialist und eher komme aus der Medienbranche und wenn man sich mit Marken, Bildung etc. auseinandersetzt. Also ich bin auch der Überzeugung, also nicht nur ich, sondern es wird nicht nur die digitale Welt geben. Ich glaube, dass ich sehe sogar für kleinere Archive diesen unglaublichen Trend auf der ganzen Welt der Regionalisierung, selbst der Lokalisierung, als eine Chance, das wieder haptisch, analog zugänglich zu machen in einer Beziehung. Und da ist viel von pastoraler Aufgabe gesagt worden. Das ist nicht digital, sondern das ist vor allem analog und haptisch. Mein Zugang von den Medien, man sagt, die Zeitungen werden vorbei sein, das wird nicht vorbei sein. Das wissen wir heute. Aber wichtig ist, dass das zugänglich gemacht wird, dass man auch weiß, dass dort ein Archiv ist. Aber das wissen die nächsten Leute besser, als die in Südamerika vielleicht von Bayern irgendwo suchen. Aber ich glaube, meine These ist, es wird beides geben, das Digitale und auch das Haptische. Vielen Dank für das ermunternde Wort von außen. Ich glaube auch, dass wir, also weil wir vor 20 Jahren die Vision hatten, alles wird digitalisiert, die Benutzer, weil wir sind leer, und nach 20 Jahren ist eigentlich die Diskussion darüber schon wieder etwas abgeflaut. Ich darf herzlich begrüßen zwei Neuzugänge, Altbischof Maximilian Eichern, Herr Erzherzog Corbinian Mirbach, dass Sie gekommen sind. Die Messe mit uns zelebrieren, der Altbischof, morgen Abend im Alten Dom in Linz. Die Messe beginnt um 18:30 Uhr unten in der Kapelle.